Hallo, jetzt zeige ich euch heute Abend ein paar von meinen Funden, die ich so in ungefähr 3 Jahren gesammelt habe. Es sind eine Menge Münzen aus D-Mark-Zeit, ein Haufen Münzen aus Euro-Zeit, verschiedene Sachen, die verloren gegangen sind. Selbstverständlich habe ich auch in der Nähe vom Golfplatz in Bad Windsheim Golfbälle gefunden. Dann Münzen aus der Weimarer Republik, Münzen aus Kaiserreich und Münzen aus Bayern. Wunderschöne 5 D-Mark Münzen zu finden, die bis 71 geprägt wurden. Die sind 62,5% aus Silber, die sind manchmal sehr schön. Dann habe ich hier einen Haufen Silberringe, die findet man auch sehr oft auf Spielplätze oder verlassene Badeweihen oder Strände einfach am Main. Dann habe ich Knöpfe, selbstverständlich Knöpfe findet man, auf jeder Wiese findet man Knöpfe. Mittelalterliche Knöpfe oder Trachtenknöpfe oder was auch immer, nur Knöpfe, also die sind wunderschöne Knöpfe. Dann habe ich hier, denke ich mir, so aus dem 16. bis 17. Jahrhundert die berühmten Krotalglocken, eine große und eine kleine, die ich sauber gemacht habe und die klingeln noch. Dann Schlitzrosen, die an Pferdegeschirre verwendet wurden, wo immer gern gefunden sind die Fingerhüte, die finden wir auch sehr oft. Und sehr selten, habe ich bis jetzt leider nur 3 gefunden, sind Petschaften. Petschaften wurden früher verwendet, um Briefe einfach zu signieren und zu versiegeln. Dann habe ich auch ein bisschen Goldschmuck gefunden, nicht eine Menge. Am meisten bei Schmuck findet man nur Silber. Also Silber, würde ich sagen, ist 99%, was man so findet. Dann habe ich hier auch eine kleine Gruppe mit Blei. Blei findet man einen Haufen, würde ich sagen, diese berühmten Muskettenkugeln. Oder MG-Kugeln oder Gewehrkugeln oder einfach Geschosse aus dem Ersten Weltkrieg. Dann findet man einen Haufen, würde ich sagen, auch wo Soldaten stationiert wurden, findet man sehr oft Abzeichen und Insignien. Dann die Halsmarken, die ist unbenutzt, die ist blank, also die wurde nie benutzt, einfach nur wahrscheinlich nur weggeworfen. Und das war's. Ich werde später mal die schönsten an einem Vergrößerungsgerät zeigen. Hier habe ich ein Vergrößerungsgerät, um euch zu zeigen, wie klein und filigran die Einkreuzermünzen sind, Kreuzer von Hessen. Von 1844. Dann kann ich euch eine Dreikreuzermünze zeigen. Die ist auch wunderschön geprägt. Von 1821. Was ich sehr gerne gefunden habe und ein bisschen überrascht wurde, es war eine 10
Kreuzermünze aus Österreich. Ein bisschen am Eck angegriffen, wahrscheinlich der Pflug hat es erwischt. Ein bisschen ungewöhnlich, weil hier in Franken ziemlich weit entfernt sind von der österreichischen Grenze. Das ist eine 10-Kreuzer-Münze und das ist eine 20-Kreuzer-Münze, die ein bisschen hochwertiger Silber enthält. Von 1827. Schön sehen auch die D-Mark-Münzen aus. Aus 1951, wie ich schon gesagt habe, 62,5% Silber. Die wurden bis 1971 geprägt, weil der Silber ist so hoch gegangen in Preis, dass die Münzen mehr kosteten, als drauf stand. Silberringe mit wunderschönen Prägungen. Und das benutze ich auch gerne, um herauszufinden, welche Markierung der Ring hat. Mit einer Lupe sieht man es schwieriger, aber mit dem Gerät viel, viel, viel besser. Dann hier ein sehr stilisierter Knopf. Ich habe herausgefunden, dass es kein Originalknopf ist aus 1486, sondern es ist ein nachgeprägter Knopf für eine Uniform oder für eine Tracht. Das ist eine Nachprägung. Dann sind Knöpfe, die ausgestanzt wurden. Und man sieht hier ganz klar, dass sie einfach so gegossen wurden. Also das, nach der Form her könnte ich sagen, das ist 17. Jahrhundert. Dann habe ich das auch verwendet, um herauszufinden, ob es irgendeine Markierung gab. Aber wie es aussieht, die Halsmarke aus dem Zweiten Weltkrieg ist einfach unbeschriftet und ist einfach nur so weggeworfen. Und wenn es klingelt, genau wie in der Schule, dann wisst ihr schon, es ist Schluss. Bis zum nächsten Mal.